Herzlich willkommen hier aus dem ehemaligen Freilich-Gasthaus-Museum der Familie Schmierl im Buchberg am Schneeberg. Und bei euch alles positiv? Das heißt alles negativ, weil positiv ist ja jetzt negativ und negativ ist positiv. Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Ne? Unser neuer Bundeskanzler zum Beispiel, der ist schon sehr oft positiv aufgefallen. Ne? Gleich Anfang des Jahres mit einem positiven PCR-Test. Nicht? Aber Gott sei Dank, dreimal geimpft, milder Verlauf, nach, sind wir froh. Ich wünsche ihm auch von dieser Seite her eine gute Besserung aus Buchberg am Schneeberg. Ne? Sehr positiv ist mir auch aufgefallen an ihm. Er ist jetzt nicht der Verfechter dieser Slimfit-Anzüge, nicht wie es die vorigen waren. Nicht? Ich meine, ich habe zum Rauchen aufgehört im Dezember, habe 5 Kilo zugenommen. Ich bin jetzt auch nicht so der Verfechter der Slimfit-Anzüge. Nicht? Aber gut, ich weiß. Und es gibt Politiker, die wissen das einfach nicht. Nicht? Ich habe jetzt ein Interview gesehen mit dem Koglein, der ZIP 2, und da habe ich mir auch gedacht, Werner, hast lieber deinen Firmungsanzug im Kosten hängen lassen. War gescheiter für dich und für uns auch gewesen. Ne? Und bei manchen Politikern, ne, da siehst du ja sogar an der Slimfit-Hosen, was für eine Religionszugehörigkeit das der hat. Ne? Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Freund dieser Slimfit-Anzüge. Ne? Aber was auch sehr positiv ist, ist, dass dieses Wort Game Changer, ja, dass das jetzt in letzter Zeit total verschwunden ist. Ne? Sagt keiner mehr. Ne? Ist ja für mich, Game Changer ist ja für mich eigentlich das Unwort des Jahres 2021. Ne? Da hat es geheißen, also wenn die Impfung ist der Game Changer. Ne? Und dann ist die Impfung gekommen und nichts war. Ne? Und dann hat es geheißen, die zweite Impfung. Die zweite Impfung ist dann der Game Changer in der Pandemie. Ne? Und dann ist die zweite Impfung gekommen und das war es dann eigentlich auch nicht. Nicht? Und dann hat es geheißen, nein, der Booster. Der Booster ist der Game Changer. Nicht? Und dann ist Omikron gekommen. Nicht? Also ich kann es schon nicht mehr hören. Nicht? Die einzig wahre Bedeutung für Game Changer, ja, hat für mich, wenn du beim Schnupfen ein du 10er, ein du das hast und hebst in 40er. Nicht? Das ist ein Game Changer. Nicht? Oder wenn, Mensch, erinnere dich nicht, wenn du dreimal hintereinander einen 6er wirfst. Das kann ein Game Changer sein. Nicht? Naja, gut. Schauen wir dem Ganzen positiv gegenüber, nicht? Und es wird schon werden, nicht? Ich wünsche euch alles Liebe, nicht? Bleibt schön negativ, ja? Und tut's positiv dabei denken. Und dann sehen wir uns entweder bei euch am Wirt daheim ums Eck oder ab 21. Jänner wieder bei uns im Gasthof Schmierl im Buchberg am Schneeberg. Baba, viert euch.